Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen heute hier beim Obstmanfred in LS22 Neighbors. Natürlich mit hier noch dabei in dem Funkkanal der Nikolas, der Renate und der Stefan. Moin. Moin. Moin, moin. So, ich habe jetzt auch schon mal den ganzen Rotz hier abgekippt. Das liegt jetzt auch schon mal hier rum. Und ich muss noch einmal mit dem Biohof. Sagte mal, wer ist denn heute alles da hier? Sind die heute alle da vom Biohof oder wie ist das? Nee, der Richard ist nicht da. Ach, der ist nicht da. Ich muss gleich mal warten, ich geh mal ganz kurz aus dem Funk. Bin gleich wieder da. Alles klar. Grüßt euch, ihr zwei! Moin! Sag doch mal, Ben, du hast doch so eine Fräse, ne? Ja, ja. Dann komm mal mit, bitte. Ich hab jetzt schon mal, guck mal, ich hab schon mal ein bisschen, ich hab doch mein Vorhaben, weißt du doch, hier, mein kleines Wochenendhäusel, ne? Ja, Ich hab jetzt hier schon mal, genau, ich hab hier schon mal ein bisschen Split hingeschmissen. So. Ja, ich muss das hier bloß noch alles gerade machen und platt machen und so. Das Ding ist halt bloß, die ganzen Sträucher müssten mal noch weg. Weißt du? Auf der Lichtung hier. Könnt ihr das machen? Ja, wie breit, wie groß, wie... Naja, pass auf, und zwar, also das Häusel hier, guck, von hier hinter, bis hierher. Dann hier vor. Bis ungefähr hier. Dann hier vor. Und hier wieder zurück. Und hier ist der Einfahrt hier so durch. Zack. Hier. Okay. Also eigentlich so die Lichtung hier, was wir gerodet haben, wisst ihr? Okay, ja. So, und dann baue ich das, ich baue das jetzt so nach und nach und dann wird ja wieder aufgeforstet ringsrum. Ja. Weißt du? So wie wir es hatten wir ja so besprochen. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Ja, perfekto. Muss heute nicht sein und auch morgen nicht, einfach mal irgendwann mit. Ja, oder du stellst sie mir hoch und ich mach's. Ja, machen wir schon. Ja, wir haben ja, nichts zu tun. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann machen wir so. Was macht denn ihr gerade Schönes? Wald gucken. Wir gucken unser Waldstück an, was an unser Feld grenzt. Weil wir am Gucken sind wegen Holz für unser Sägewerk. Ja, okay. Guru, grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, grüß Zukunft, dich. Ja. Hier ernten quasi. Ja. Achso, ihr wollt hier Bäume rausmachen oder was? Jo. Ja, ist richtig. Wollt ihr da irgendein Feld draus machen oder einfach nur hier wegen Holz? Beidem. Ja. Achso. Da krachelt der hier durch. Ach, das ist Case. Nikolas. Ja, okay, es kann noch einer. Da kachelt hier durch wie so ein Bunny, hä? Ja, das ist Wahnsinn. Aber wir können ja sonst gleich weiter quatschen, dann holen wir kurz die Fräse und dann sind wir gleich wieder da, ne? Moin. Achso, ja, moin. Ach, ihr denkt das gleich machen oder was? Ja, natürlich. Ach, krass. Ja. Dann müssen wir euch, was? Ja, alles klar. Felix, bis die Tage, gute Nacht, schön, dass du dabei warst. Und Guru, sehr geil. Was geht? Ja, die zwei hier, die machen wir zum... Achso, warte mal. Gehen wir hier zu mir. So, also die zwei, die machen hier, mir das hier mal ganz kurz ein bisschen... Die ganzen Büsche und den ganzen Rotz weg. Weißt du? Ja. Genau. Und bei dir? Ne, das ist ja hier mein Grundstück. Ja. Das ja, ist ja hier. Waldgrundstück hätte ich auch gern mal irgendwann, da brauche ich aber noch ein bisschen Geld. Na, ich habe das habe ich damals noch geerbt von meinem Pap. Das ist halt, ja. Das geht ja hier, komm mal mit. Das geht ja hinterzu noch. Ah,
Ja, da kannst du ja auch noch nebenbei ein bisschen Brennholz machen, ne? Ja, ja, das geht ja bis hier hinter. Ja, bis hier hinter geht das. Das ist eine ordentliche Fläche. Ja. Müssen wir es gucken, warte mal. Ja, hier so in die Ecke, nein, hier. Bis hierher geht's. Mhm. Hier bis ungefähr hierher. Mhm. Und alles halt, was dann vorne ist am. Bis zum Weg, weißt du? Ja. Ja, hier steht schon ein bisschen was rum. Das muss auch mal ein bisschen mehr gepflegt noch werden. Zum Beispiel hier. Es müssen hier mal ein paar Bäume noch raus. Mhm. Weißt du? Aber das ist halt immer eine Arbeit für Winter. Ja. Hier zum Beispiel, der Baum muss. Ach so, na gut, na, das ist nicht mehr meins. Ja, hier ist nicht mehr meins. Mhm. Ja, hier zum Beispiel, der müsste raus. Ja. Der müsste raus. Der muss raus. Aber sag mal, der Diesel bei dir, der fällt auch irgendwie von der Bäume, ne? Ne, warum? Ja, du kannst einen Traktor angelassen. Ja, du kannst einen Traktor nicht einfach. Wenn da immer Betriebstemperatur ist, machst du den nicht mal aus. Das ist kein Landsbulldog mehr oder so, ne? Ja, aber den mache ich nicht mehr mal gleich aus. So, und die Bäume hier vorne, die lasse ich dran schön, weißt du? Ja, du brauchst ja auch ein bisschen Sichtschutz, nehme ich mal an. Ja, warte mal, mein Telefon klingelt gerade. Hier ist der Obstmann, Fred, wir sind dran, grüße. Servus, Stefan hier. Oh, grüß dich, Stefan. Und? Grüß dich, ich hab dir die Walze hingestellt. Oh, das ist ganz lieb von dir, da machst du dann gleich mal los. Ich fahr die dir wieder rüber. Jo. Wo willst du die dann hin haben? Ja, stell's einfach vor die Halle hin. Mach ich dir, ne? Ich wasch sie dir schön durch und dann, stell ich sie dir wieder rüber. Das dürfte auch nicht lang dauern. Aber waschen heute noch über die nicht unbedingt. Ich hab's jetzt auch nicht gewaschen. Nee, ich wasch das schon. Das mach ich nicht. Das ist unter Nachbarn, das ist Rotze. Ja, nämlich, ich hab mir jetzt gedacht, ich bring die gleich aus dem Einsatz her. Ja, das hast du richtig gemacht. Alles bestens. Nee, aber ich wasch die dir durch. Ja, aber ich wasch die dir trotzdem durch. Ist mir lieber. Ja. Ist auch kein Problem. Jetzt muss ich eher an Thomas seinen Traktor noch sauber machen. Ja, ne, das. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich wasch dir die durch. Vielen Dank schon mal. Ja, bitteschön. Ich. Das wird auch heute noch werden, mein Guter. Das wird auch heute noch, Stefan. Kommt hier noch in Funk? Kommt ihr dann später noch in Funk, oder? Ich komm dann nochmal auf den Funk gleich, ja. Jo. Na dann. Alles klar, bis später dann gleich noch, ne? Tschüss. Jo. Jo, Nikolas. Jo. Bist du eigentlich noch zufrieden mit deinem Käse hier, mit dem Käse? Ja, sehr. Warum? Also, es ist kein Käse, sozusagen. Hast du kein Käse gekauft? Das ist im Prinzip noch ein. Also, das ist im Prinzip schon ein Käse, aber es gab ja dann noch IAC, aber die hatten anderen Kühlergrill und so. Ja, es ist ein Käse, ja. Aber Käse hast du nicht gekauft, also, es ist kein Käse. Verstehst du, was ich meine? Käse, Rotz, Müll. Nee, Case Power braucht der Bauer. Ach du Scheiße, ey. Was ist denn jetzt? Das für Chaoten, ey. Hast du das nicht gesehen? Die sind da voll über den Stein rüber gebügelt. Ja, ist passiert. Jo, ja? Ben? Ben? Ja. Moin. Habt ihr gemerkt, dass dort ein Stein liegt? Also ja, die Aktien sind da. Was? Das tut den Zerhörn nichts so leid, oder? Ich hab nichts gespürt. Das tut doch weh. Das ist top gefährt, das Teil. Ist klar. Ja, alles klar. Ich danke euch schon mal. Wir müssen sowieso, Ben, wenn du mal Zeit hast. Du bist ja hier im Forst unterwegs. Ich bin gerade mal mein Waldgrundstück abgelaufen. Da sind ein paar Bäume drin, die müssen, glaube ich, raus. Weil die sind, ich glaube, die sind ein bisschen krank. Die müssen wir mal rausschneiden, da müssten wir mal zusammen durchgehen. Da brauche ich dann mal deine Meinung, weißt du? Ja, kannst du machen, ich fräse. Mach das. Ja, das müssen wir vielleicht später mal machen, weil ich muss gleich erstmal noch aufs Feld. Ich muss schnell mal noch walzen. Ich habe nämlich eine Walze für den Landhandel bei mir. Ja. Und die will ich diesmal gleich wieder zurückschaffen. Okay. Weißt du? Ja, okay. Klingt nach dem Plan. Ja. Muss einfach nochmal anrufen. Ja, machen wir auf alle Fälle. Aber normalerweise
ich sag mal, wir gehen mal durch die Sache. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir das zum Winter mal zumachen, mit rausschneiden, weißt du? Ja. Aber dass wir schon mal wissen, welche Bäume. Ich habe geguckt, ein paar sind nicht mehr so gut. Ich habe keine Lust, dass erst der Borkenkäfer recht groß rein macht, weißt du? Ja, das ist nicht gut. Gut, nee, fein, dann machen wir das mal. Lars sitzt schon wieder in seinem Traktor und ist im Gedanken hier, ich weiß auch nicht. Die Leute immer. Ja, das sind Leute von heute. Na gut, alles klar. Ja. Ja, da freue ich mich, dass das gleich so schnell ging. Spielst du gerne ein bisschen an Knöpfen rum, oder was? Ja, der Joystick fässt sich so gut an. Alles klar. Ist der Joystick... Ist der Joystick rechts von dir oder links von dir? Rechts natürlich. Alles klar, na gut, dann haben wir das schon. So. Ach, das war wohl jetzt ein bisschen zur Demonstration, oder was? Ja, die Funktion muss auch mal getestet werden, ob die noch funktioniert. Ist klar. Ist klar. Ey, nee. Mit euch. Da macht man Sachen mit, das sag ich euch. Mit euch jungen Burschen. So, na gut. Was macht denn der Arzt eigentlich hier? Ja, rum im Weg stehen auf jeden Fall. Da ist ja sehr professionell. Ja, wir fangen hier mal an zu arbeiten, wa? Ja, machen wir. Ja. Gut. Ja, ich danke euch. So. Nikolas! Na gut. Ist jemand hier da? Ja. Ja. Noch. Warum denn noch? Ich lauf jetzt noch vom Händler hier nach Hause. Ja. Leg mich auf die Couch. Wirklich? Ja. Macht keinen Sinn mehr. So, Kopfschmerzen. Das ist natürlich nicht so gut. Nee. Schluss jetzt. Mach morgen weiter. Ja, ist richtig. Das ist doch richtig. Das muss eh noch ein bisschen austrocknen, es war noch ein bisschen feucht. Ja. Was musstest du machen? Silage oder was? Nee, das musste ich ja abbrechen. Also, da habe ich dem jetzt gesagt, ich kann es nicht machen. Ich habe dem jetzt abgesagt. Nee, ich mache jetzt hier Heuballen. Heuballen? Ah ja. Da hatten ja. Sie wohl die Maschine da, oder was? Der hatte da seine da, ja. Ach so. So, na gut. Wir hören uns morgen, denke ich, wieder. Ja. Ich leg mich mal auf die Couch. Ja, kurier dich mal aus. So, gut. Ich bin hier gerade scheiße reingefahren. Eieieiei. Und was macht ihr gerade Schönes am Land, an der Stefan? Warte, ich räume gerade einen LKW auf. Ja. Ja, und... Ich hänge jetzt gleich erst mal deine Dings ein. Ja, okay. Ja, und jetzt haben wir gar nichts zu tun. Tschüssi, Renate, mach's gut. So. Das. Ja, jetzt sind wir mit unserem Plan für heute fertig. Oh ja. Ja, ich habe auch nicht mehr viel. Ich muss jetzt das hier noch walzen. Ja, und dann gucken wir mal. Vielleicht noch Zeug, ein bisschen Pflege noch und so. Mein Lieben, das ist hier gerade ein Soundbug. Warum der auch jetzt kommt hier an meinem Hof, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Das ist leider Giants intern. So. Ich habe einen ganz leisen Traktor hier beim Schweinestall. Ja, hatte ich vorhin auch bei dir. Aber bloß genau beim Schweinestall.
Und auf dem Dashboard im Hof. Ja, wir sind es ruhig. Der Hof ist manchmal ein bisschen verhext. Ja. So. Ich bin mal kurz aus dem Funk draußen. Alles klar. So, meine Lieben. Nikolas ist eben eingeschlafen im Traktor wahrscheinlich. Jetzt gucken wir mal, wie wir das jetzt hier mit der Walze hinkriegen. So, ich habe ja meine Drohne wieder dabei. Pass mal auf, und zwar. Das machen wir jetzt gleich mal. Zeige ich euch jetzt mal. Während das hier ausfährt, der Scheiß. So, machen wir hier mal Drohne an. Zack, zack. So. Hey, guck mal. Gut. Nee, das können wir schon machen. Da müssen wir schon auf alle Fälle die Sachen auch wieder ganz vernünftig und sauber hinstellen. Das ist sonst was. Das wird sonst Mist. So, meine Lieben, ich freue mich. Mein Plan und mein großes Ziel geht jetzt endlich los. Wir werden jetzt endlich Holzhausbesitzer. Ich freue mich wie ein kleines Kind, das kann ich euch sagen. Ja, nee, da freue ich mich wirklich wie ein kleines Kind drauf. Und wir werden jetzt nach und nach die nächsten 1-2 Jahre auf alle Fälle das Ding bauen. Weil wir bauen das nämlich hier ohne, sag's mal, ohne Baufirma. Ich baue das nämlich mir noch auf. So ist es. So. Also die Drohne hier, das ist wirklich eine ganz feine Geschichte. Naja, aber Moin, Mann. Und Ben, klappt alles? Jo, sind voll dabei. Du. Das ist natürlich sehr schön, ich freue mich. Sehr gut. Na gut, du kannst rufen noch mal durch, wenn ihr fertig seid. Jo, mach mal. Oder fast fertig seid, dann komme ich noch mal rübergefahren. Mach mal. Gut, ich danke dir, euch. Tschüss. Tschüss. So, jetzt fahren wir hier noch mal in die Ecke. Die Ecke müssen wir noch rausfahren. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wo ich hier noch nicht war. Ah, hier, ich sehe es. Jetzt müssen wir aber erst noch mal die Ecke ein bisschen rausfahren. Also, ich sage euch, mit der Drohne hier, das ist der absolute Obershit. Das ist der tolle Knaller, ist das. Das macht auch Spaß. Das ist wirklich eine gute Sache. So.
haben wir rausgefahren. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal auf dem Tablet. So, auf dem Tablet. Hier ist alles soweit durch. So, Ding müssen wir hier noch auf alle Fälle. Das können wir gleich mal noch machen. So, gut. Ach so, halt meine Drohne wieder runterholen. So, packen wir die wieder ein. Zack, zack, das, zack. So, gut. Meine Lieben, wir haben es aber schon wieder geschafft für heute. Lasst gerne mal ein Däumchen da. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir hier noch schnell ein bisschen düngen. Und dann gucken wir natürlich auch aus dem Wald, was die Jungs und Mädels dort gemacht haben. Ich bin total gespannt. Ich bin total gespannt. Lasst uns dann mal gucken, was die gemacht haben. Bis dahin, wir sind auch schon mal raus. Macht's mal gut. Tschüss und ciao.